schon hier mal nur. Also wenn wirklich, das kann passieren, da sind Tüten, ne? Was? Ist noch runter. Okay, sehr schön. Wir sind voll auf dem Strich, so wenn du deine Tendenz, der blaue Pfeil zeigt uns unsere aktuelle Richtung an. Bist du den blauen Pfeil da? Ich sehe ihn leider sehr schlecht, weil ich hier im falschen Winkel bin. Ja, okay. Ein bisschen zu hoch. Da war ein Schlagloch. Direkt vor uns auf 1 Uhr, das ist das Enercon-Werk. Aha. Das Weiße, was du da siehst. Ach das, ja. Soll ich da einen Zielanflug drauf machen? Wie beim roten Baron. Tack, tack. Genau. Aber du hast ja kleinlicherweise die Bomben aus Gewichtsgründen nicht mitgenommen. Genau. Also mit der roten Baron würde sich jetzt hinter diesen Wolken. Das wäre schöne Wolken für den Luftkampf. Da kann man sich schön verstecken. Und das immer, und immer die Sonne im Rücken. Das geht aber nicht ohne Maschinengewehre, Mensch. Ich fliege! Da macht er sehr gut. Guck mal, die Höhe stimmt immer noch. Wir sind genau auf Kurs. Hier ist halt ein Pausensatz. Das sagt sie öfter. Ich könnte ja auch quasi abstürzen. Sie würde mich immer noch für einen Held halten. Wir
Kessel da auf die Ostspitze, also auf die rechte Spitze des Weißen da, da drauf zu kommen. Das mit den Gebäuden oder das mit ohne Gebäude, das Weiße? Nee, hinten die Insel. Achso. Also ah, ja, genau, die linke Seite. Rechts ist Norderney, links ist Jüst. Also und dann, also die Richtung ungefähr. Ja, so halt, genau. Jetzt etwa, ja, also die rechte Spitze von Jüst, das ist so die Ostspitze der Insel, da drüber geht unser Einflug. Okay, fliege ich da mal eben hin. So, ich nehme dir jetzt schon mal ein bisschen Leistung. Wir können uns jetzt ganz langsam runterfallen lassen. Also du brauchst jetzt nicht mehr die Höhe halten. Okay. Ja. Ich nehme jetzt so ganz vorsichtig die Leistung weg. Da fragt er, wie viele Stunden haben Sie denn? 41, ja, das, mit 41 Stunden kann man auch noch nicht fliegen. Ja. Aber Sie kriegen die Lizenz zum Weiterüben. Ist okay. So, ich übernehme. Okay, meine Maschine.